Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Tech und Community Podcasts. In der heutigen Folge ist Tim Kadenbach zu Gast. Tim ist MVP in der Kategorie Developer Technologies und einer seiner Rollen ist Developer Evangelist bei DeepL.com. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Ja, hallo Tim. Danke, dass du dabei bist im Podcast. Stell dich doch bitte mal unseren Zuhörenden vor. Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Tim Kadenbach. Ich bin Entwickler jetzt seit ungefähr 25 Jahren, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn man so die ganzen Anfänge wirklich zählt. Vielleicht ist es ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, 25 Jahre passt schon ganz gut. Ganz klassisch in Deutschland eine Ausbildung gemacht als Softwareentwickler für Anwendungsentwicklung, hieß es damals. Ich glaube, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, so hieß es, genau. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch gibt. Und dann in ganz, ganz vielen diversen Firmen, diversen Bereichen gewesen, aber immer irgendwie dann doch Richtung Webentwicklung und auch, ich sag mal, größtenteils im Microsoft-Umfeld. Eigentlich fast immer gewesen, zuletzt auch sehr viele leitende Positionen und jetzt seit 6 Monaten bei DeepL als Developer Evangelist, arbeite also im Marketing-Team und gar nicht mehr als Entwickler, aber eben mit primärer Zielgruppe andere Entwickler in dem Sinne. Ja, das bringt mich auch direkt zu meiner Einstiegsfrage, weil ich habe natürlich dann auch mir dein Profil angeschaut und habe mir so gedacht, was macht man denn eigentlich als Developer Evangelist? Das ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Also ich glaube, es ist wirklich jeder, den du fragst, der gibt dir eine andere Antwort. Zum einen das. Vor allem, es gibt auch diverse Titel dafür. Also es gibt den Developer Advocate, es gibt Developer Evangelist. Dann gibt es noch irgendwas, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und das kannst du eigentlich zusammenfassen unter Developer Relations. Also es geht immer darum, irgendwie mit anderen Entwicklern zu sprechen. Sei es intern, sei es extern mit Drittanbietern oder sei es die Kommunikation zwischen Produktmanagement und Softwareentwicklung zum Beispiel ist auch ein Teil. Bei mir insbesondere ist es jetzt die Kommunikation mit Drittanbietern, die unsere API benutzen, um selbst Dinge zu bauen. Also ich arbeite mit allen Third Parties, die eben die DeepL API nutzen, um die bei sich selber zu integrieren, und wir haben auch Leute, die eigene Integrations für DeepL sozusagen bauen. Denen helfe ich. Ich helfe der Entwickler-Community so ein bisschen da draußen. Also eigentlich das, was man sich unter Evangelist so ein bisschen vorstellt. Ich predige so ein bisschen über die DeepL-API in dem Sinne. Hast du denn, weil du es gerade angesprochen hast, mit Entwicklern zu sprechen, die halt eure API primär in der Nutzung haben, heißt das, dass du, ist das eine Kundenbeziehung oder aber keine Endkundengespräche? Also es ist eher wirklich Entwickler-Entwickler. Genau, Entwickler-Entwickler. Also es ist tatsächlich sowohl als auch, natürlich helfe ich auch unserem internen Sales so ein bisschen, wenn da mal ein Kunde eine Frage hat. Aber eigentlich sind es teilweise sogar noch nicht mal Kunden, sondern Leute, die irgendwas für DeepL bauen für deren Kunden. Kommt durchaus auch okay, vor. Okay, ja, alles klar. So, also ist eigentlich grundsätzlich Entwickler, die irgendwas mit der DeepL API machen, egal wie. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Es macht sehr viel Spaß, es ist sehr spannend, man trifft viele Leute. Ja. Also ja, macht echt Laune. Ich muss ja sagen, dass ich als, ich sag mal, im Rahmen einer Split Personality eine Zeit hatte, in der ich sozusagen die eine Hälfte war auf der Softwareentwicklungsseite, die andere Hälfte war auf der Infrastrukturseite beheimatet. Mhm. So diese klassische Verteilung. Und ja, ich darf es auch sagen, ich habe mal für dieses ominöse SharePoint programmiert. Also diese dunkle Seite der .NET-Programmierung. Haben wir alle mal. Ja, und dann irgendwann musste ich mich halt entscheiden. Deshalb, also ich stelle mir das wirklich halt sehr spannend vor. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du schon eine gewisse Zeit in dem Entwicklungszirkus mitmachst. Und wenn ich das richtig gesehen habe, waren deine Anfänge so bei Visual Basic 6 grob. Ja, grob. Also, ja. Zumindest halt beim Einstieg in Richtung Microsoft-Technologien. Mhm. Wie haben sich denn so aus deiner Sicht die Anforderungen an Softwareentwicklung und an die Werkzeuge verändert über die Zeit? Boah, es ist wesentlich leichter geworden. Also ich habe tatsächlich mit einem Mitarbeiter von Microsoft gerade kürzlich darüber noch gesprochen. Da ging es um Datenbankzugriff. Also wenn ich überlege, VB6, wenn man einen SQL-Server ansprechen wollte, was das für ein
Hegneck war, wie lange das dauerte, bis man da überhaupt mal was gekriegt hat. Und dann musste man die Verbindung schließen und aufpassen, dass sie nicht geschlossen wird, während man noch drauf zugreifen wollte, etc. Mhm. Und gerade mit Entity Framework und allem, was das .NET Framework heutzutage bietet, ist das wirklich kein Vergleich mehr. Also es wird alles abstrahiert und alles wesentlich leichter zu dem, wie es früher mal war. Ja, ich kann mich noch so an dunkle Zeiten wie den Connection String Builder erinnern, ja, wo man dann irgendwie schauen musste, wie man jetzt am besten seine Verbindung zur Datenbank aufbaut. Ja, und die ODBC-Treiber unter Windows und dieses ganze, was es da alles noch gab. Ja, du hast einfach ODBC gesagt, einfach so. Genau, es tut mir leid. Ja, und dann, es ist, oh Gott, Erinnerungen werden wach. Ich finde tatsächlich, also ich finde das gut. Also es gibt Leute, die sagen, oh, früher musste man viel, viel können und etc. Muss man heute immer noch und nur weil es leichter ist, ist es nicht schlechter. Ganz im Gegenteil, man kann sich auf wichtigere Dinge konzentrieren, finde ich. Man kann sich viel mehr, sag ich mal, auf Business-Logik und sowas konzentrieren, als auf das Ganze drumherum. Ja, ich meine, du hast halt mehr einen Fokus darauf, auf so, ich sag mal, die Effizienz des Programmdesigns halt auch dann mehr stärker zu achten, weil gewisse Basisfunktionen, die willst du einfach nutzen. Genau. Ja. Genau. Bist du auch im Bereich der Softwareentwicklung für Microsoft Teams unterwegs? Ich, also ja und nein. Ich habe, als ich bei Teamwork war, habe ich die Teams-App gebaut für Teamwork. Die gibt es auch, glaube ich, immer noch. Das waren so die Anfänge für Teams-Entwicklung, sag ich mal. Da war das Bot-Framework noch komplett selbstständig. Es gab das ganze Tooling noch nicht. Das war alles doch deutlich anders als heute. Aber vom Grundprinzip her hat sich da nicht viel geändert. Also es ist immer noch, ich habe meine Tab-Apps oder ich habe mein Bot oder eben die Messaging-Extension. Das ganze Arbeiten damit ist hier auch wieder deutlich leichter geworden, ja. Ja, vielen ist ja gar nicht so transparent, dass man dann Microsoft Teams im Rahmen einer benutzerdefinierten Applikation zum Beispiel als Unternehmen auch relativ einfach erweitern kann. Mhm. Richtig. Ja. Allerdings ist natürlich die Erweiterung von Microsoft Teams was komplett anderes als, wie heißt dieser andere magische Begriff aus der Microsoft-Welt, der Citizen Developer. Ja. Ich höre schon den Unterton. Nee, ja, ich finde es tatsächlich, es gibt wahnsinnig viele Diskussionen, also auch mit, wie heißt das böse Ding da, ChatGPT zum Beispiel, oh, das wird alle Entwickler ersetzen und oh, die nimmt uns unseren Job weg. Nee, gar nicht. Es ändert sich nur alles einfach und man muss da halt einfach ein bisschen mitgehen. Und das mit den Citizen Developern ist sehr, sehr ähnlich. Ich finde das gut, dass Microsoft sowas hat und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht nicht in 2 Jahren, vielleicht nicht in 5 Jahren, aber irgendwann werden die, ich sag jetzt mal, Hardcore-Entwickler tatsächlich eher Tooling für andere Leute bauen, als dass die selber noch aktiv Apps bauen. Weil die Apps werden andere bauen. Ja, vielleicht müssen wir kurz für unsere Zuhörer kurz sagen, Citizen Developer, das ist halt die Idee von Microsoft im Rahmen der Power-Plattform, also Power-Apps zum Beispiel, den Endanwender zu befähigen, halt aus vorgefertigten Bausteinen sich seine App zusammenzuklicken und nur noch grob zu parametrisieren und halt wirklich auch ohne detaillierte Programmierkenntnisse schnell eine fähige App zu haben, die denn auf unterschiedlichen Plattformen laufen kann. Also egal, ob auf Desktop oder halt auf dem mobilen Endgerät. Aber da sagst du was, dieses ohne detaillierte Programmierkenntnisse, weil ich meine, ganz ohne geht es halt trotzdem nicht. Also so ein Grundverständnis für, ich sag mal, Tabellen und Datenstrukturen zum Beispiel, die braucht man ja dennoch. Ohne die kriegt man auch damit nichts hin. Also so ein ganz gewisses Grundwissen muss schon da sein. Bin ich völlig bei dir. Ich kenne ja auch die Marketingfolien des Herstellers und bin immer sehr überrascht, wie schnell man dann in den Demos, die gezeigt werden bei den einzelnen Vorträgen, dann doch auf einmal in den Einstellungen, Objekteigenschaften, Ebenen unterwegs ist, um dann irgendwelche Eigenschaften zu ändern. Wenn man da kein Verständnis von objektbasierter Programmierung hat, dann wird es schnell auch schwierig. Ja, das Ding ist schon. Also ich meine, es ist schon so, ich habe oft Leute kennengelernt, also auch im Controlling zum Beispiel sehr viele, ob das irgendwie damit zusammenhängt, weiß ich nicht, aber die zumindest so, naja, ich sag mal, ein Grundverständnis von Datenbanken haben, die selber auch zum Beispiel mal einfach einen SQL-Query schreiben könnten und es auch tun teilweise. Also es gibt schon viele Endanwender in Firmen, die durchaus
ein gewisses Verständnis für Programmierung haben. Und die können da durchaus was mitmachen. Ich denke mal gerade so, weil du das Controlling angesprochen hast, das ist so für mich so eine klassische Abteilung, die hat eine gewisse Historie. Die haben bestimmt auch in der Vergangenheit schon eine Form von VBA-Programmierung durchgeführt, ja, um sich genau die lustigsten Excel-Auswertungen zusammenzuschrauben. Genau. Und dort ist natürlich ein Maß an Know-how auch einfach da. Hast du denn als Entwickler auch Berührungspunkte zu AI-Komponenten? Jetzt selber direkt im Moment nicht so wirklich. Also natürlich, DeepL basiert auf Machine Learning-Modellen. Also in dem Sinne schon so ein bisschen, aber nee, eigentlich nicht. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich selber, also für meine eigenen Sachen, für DeepL selber in dem Sinne dürfen wir es nicht benutzen, aus rechtlichen Gründen, das macht auch Sinn. Aber ich nutze privat tatsächlich ChatGPT andauernd als Google-Ersatz. Oh, spannende. Ja, weil, also ich meine, wenn man da ein bisschen mit sehendem Auge drauf guckt, wie sinnhaft das ist, was man da kriegt, kann man halt eine Frage stellen, die man sonst Google stellen würde, kriegt die Antwort, kriegt Code-Snippets dazu. Es macht das Leben einfach deutlich leichter. Genauso wie Codepilot zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, ist AI in dem Sinne, hilft mir wahnsinnig, Zeit zu sparen. Okay, Codepilot ist jetzt, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, die Ergänzung bei GitHub. Genau, also ja, ist von GitHub, ist integriert in Visual Studio Code und Visual Studio Professional genauso. Und ist ein Machine Learning Modell, was eben trainiert wurde mit den Milliarden an Codezeilen, die GitHub eben in Public Repositories zur Verfügung stehen hat. Und das Ganze ist eben so mächtig, dass du, ich sag mal, du bist in deiner Klasse, du schreibst einfach nur einen Kommentar, diese Funktion berechnet zwei Integer. Dann drückst du Tab und das, der gibt dir praktisch die komplette Funktion vor. Wow. So, und ich sag mal zu, ja, so 90%, sag ich mal, funktioniert das wirklich echt gut. Du musst immer noch selber programmieren, du musst immer noch selber gucken, was es genau tut. Aber gerade so, so Dinge, wo du einfach viel Code schreibst, weiß ich nicht, eine lange Switch-Anwendung, Switch-Case-Geschichte, wie auch immer, es nimmt dir wahnsinnig viel Zeit ab, weil es alle diese Dinge wirklich nur so mit Tab hier hast fertig. Und das eben Code-Aware, also es kennt deinen Code in dem Sinne, es nutzt dann deine eigenen Properties und so weiter. Wow, das ist ja wirklich spannend. Ich kann mich so dunkel daran erinnern, also wenn ich mal Berührungspunkte habe in diesem Bereich Softwareentwicklung, wie viel Zeit ich dann doch durchaus damit verbringe, eine Suchmaschine der Wahl zu bemühen, um zu schauen, wie funktionierte nochmal in dieser Sprache der Befehl XY. Ne? Mhm. Ja, also gerade weil du hier so Switch und Case jetzt mal als Beispiel hast, wie war das noch? Wie funktioniert das dann nochmal mit dem Default und so weiter? Ne? Und dann wieder suchen und zack, ist wieder eine halbe Stunde rum. Also ich mein, im schlechtesten Fall. Habe ich gestern noch mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, Freitag. Das ist so, naja, ohne Internet kann eigentlich kein Entwickler heutzutage vernünftig arbeiten. Es ist leider, also ist es wirklich so. Also klar, es gibt immer so Nerds, die setzen sich dann hin, die können theoretisch mit dem Editor sich hinsetzen und was bauen. Natürlich gibt es die, aber die Mehrheit, nee. Ja, aber ist das nicht immer schon irgendwie so gewesen, so copy, paste, declared your own? Also, Ja. Vor allem mit Stack Overflow. Mein, der kann ich Geschichten erzählen von Mitarbeitern, die ich hatte mit Stack Overflow. Weil ich hatte mal, ist eine nette Anekdote, das kann ich vielleicht erzählen. Ich hatte mal mit einem Mitarbeiter eine Auseinandersetzung, weil er doch sehr schnell mit einer Aufgabe fertig war und das alles nicht funktionierte. Und dann dachte ich, boah, hast du das eigentlich jemals einmal laufen lassen? Hast du das mal getestet? Und er bestand dann darauf, ja, klar, habe ich doch alles selber geschrieben, natürlich. Und dann hatte ich mir den Code angeguckt und dachte schon so, nee, das war von Stack Overflow kopiert. Aber woran ich das gemerkt hatte, war nicht unbedingt, dass der Code selber mir das gesagt hätte. Nein, er hat es tatsächlich geschafft, die Antwort etc. von Stack Overflow mitzukopieren, in den Quellcode reinzupacken und auszukommentieren. Nein. Sodass halt der komplette Verlauf dieser Stack Overflow-Konversation sozusagen in der C-Sharp-Datei mit drin war. Okay, das ist ja natürlich. Das ist peinlich. Also da, ja, da weiß man selber auch nichts mehr zu sagen. Das ist so. Ja, also in früheren Zeiten, also zu Schulzeiten, hätte man gesagt, abschreiben will gelernt sein.
Ja, exakt, das muss, genau. Das muss man halt können. Ja. Nochmal so zum Thema Themenkreis AI und du als Entwickler. Sollte man für die Nutzung künstlicher Intelligenz ethische Grenzen definieren? Ja, auf jeden Fall. Natürlich immer so ein bisschen im Rahmen, also wir haben bei DeepL die Diskussion auch, aber da heißt es, naja gut, was kann denn, also DeepL kann jetzt, ist jetzt kein ChatGPT, wir übersetzen nur. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich weniger kritisch in dem Sinne. Aber ich habe mit ChatGPT natürlich auch viel rumexperimentiert und viel rumprobiert, was das Ding so an Antworten rausgibt. Und da fängt das ja nur an. Das ist ja rein textbasiert. Aber jetzt sieht man Videos von AIs, die in der Lage sind, aus einem Prompt dir ein komplettes Video zu generieren. Oder ich glaube, Microsoft war das tatsächlich, die haben ein Tool, was aus einem sehr, sehr, sehr kurzen Stimmsample, ich glaube, 3 Sekunden haben die gesagt, brauchen die, können die deine Stimme nachbilden und können dann dich sagen lassen, was auch immer du willst. Und die Stimme funktioniert wirklich, also wirklich extrem nah an dem, wie sie wirklich ist. Und das ist A, sehr, sehr, sehr mächtig, was man damit machen kann, natürlich. Mhm. Aber wenn man überlegt, wie viel Schabernack damit getrieben werden kann, mit all diesen Dingen, das ist schon echt krass. Also ich bin jetzt nicht bei, oh, hier Terminator, die AIs werden uns alle töten. Nein, natürlich nicht. Aber also kein Skynet. Nein, ich habe mich tatsächlich mit ChatGPT darüber über Skynet unterhalten. Das war eine sehr, sehr, sehr witzige Konversation. Echt cool. Ja. Muss man mal machen. Ich habe einfach, glaube ich, nur die Frage gestellt, kannst du garantieren, dass du nicht das Gleiche machst wie Skynet oder so? Und dann fängt ChatGPT erstmal an, ja, ich bin ja nicht self-aware, ich bin ja nur ein Machine Learning Modell und redet dann darüber, dass wenn der AI irgendwann self-aware wäre, dann könnte sie zu dem Schluss kommen, dass die Menschheit tatsächlich schlecht ist, so nach dem Motto. Mhm. Also es ist eine sehr interessante, also ich fand es sehr spannend. Spannend. Nee, das natürlich nicht, aber wenn man sieht, was man alles für Dinge damit machen kann, ich meine, das fängt ja an den Unis an, die Leute geben eine Doktorarbeit ab, die ChatGPT generiert hat. Das ist ja jetzt schon so. Ja, das ist natürlich dann so für die Softwarelösung, die es gibt zur Plagiaterkennung, auch eine völlig neue Herausforderung. Also, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendeiner, ich meine, das war der Gründer, ich komme auf den Namen gerade nicht, von OpenAI, der sagte, es ist fast unmöglich zu erkennen, ob ein Text AI generiert ist, weil wie soll das gehen? Es gibt ja keine Merkmale in dem Sinne, an denen du erkennst, hey, das ist AI-generierter Text. Natürlich können die wahrscheinlich sagen, hey, ja, das Sample hier, das haben wir genauso letzte Woche rausgeschickt. Auf die Art und Weise, klar, aber gut, ich meine, ist natürlich genau der Punkt, dass es ein bisschen darauf ankommt, wie gut oder schlecht die entsprechende AI da im Hintergrund ist. Weil ich habe heute ein bisschen rumgespielt mit einer anderen Softwarelösung, die halt in der Lage ist, auf Basis von Informationsquellen mir einen Twitter-Post zu generieren. Ja, aber da sie halt Texte 1:1 auch übernimmt, ist das natürlich dann auch klar, wo es herkommt. Ja, also es ist halt, ich sag mal, bedingt intelligent. Ja, um es vorsichtig zu formulieren. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Qualität an. Ja. Kriegen wir mal die Kurve in Richtung Softwareentwicklung. Wie wichtig ist für dich agile Softwareentwicklung? Sehr, sehr, sehr wichtig. Also vor allem, wenn man überlegt, in den Anfängen, als ich angefangen habe, da gab es ja wirklich so Wasserfall. Man hatte die alles so ganz, ganz traditionell. Und ich finde das alles sehr, sehr, sehr zähfließend dann. Und es macht auch nicht wirklich Spaß. Also ich finde, also der Begriff agile Softwareentwicklung ist natürlich sehr, sehr, sehr dehnbar. Und jeder stellt sich irgendwie was anderes drunter vor. Und das ist ja, da kann man, glaube ich, alleine 10 Stunden drüber diskutieren, was agile Softwareentwicklung ist. Aber man gibt halt einfach mehr Macht an die Entwickler in dem Sinne. Man befähigt die Entwickler zu eigenen Entscheidungen und sagen, Leute, hier macht ihr bis Ende Februar macht das fertig. Wie ihr euch das aufteilt, bitte, mach. Ist mir egal. Ja. Und das ist weniger so von oben herab. Und jeder Beteiligte am Team hat einfach auch mehr Selbstbestimmung. Und das ist, finde ich, ungemein wichtig, weil auch, glaube ich, die nachfolgende Generation und meine Generation auch schon, denen ist das extrem wichtig, auch selbstbestimmt zu arbeiten.
Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Vorteil von agiler Softwareentwicklung, dass die Entwickler sehr viel mehr Selbstbestimmung haben, als das, wie es sonst traditionell gewesen wäre. Das ist ein guter Einstieg noch zu meiner nächsten Frage, halte ich. Ist es heutzutage eigentlich einfach, Menschen für das Thema Softwareentwicklung zu begeistern? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt davon ab, von was für ein Typ Mensch wir reden. Also wenn es jemand ist, der wirklich so an Technik keinerlei Interesse hat, der auch nie mal irgendwie, ich sag mal, am Computer oder an der Konsole gezockt hat, der einfach so mit IT überhaupt nichts zu tun hat, ich glaube nicht. Wenn aber jemand so ein gewisses Grundverständnis dafür hat und da Spaß dran hat, dem zu zeigen, dass ja Softwareentwicklung auch ein ziemlich krass kreativer Prozess ist, wo du auch wirklich Dinge schaffen kannst und anderen Leuten Probleme abnehmen kannst und sowas. Ich glaube schon, aber ich glaube nicht für jedermann. Mhm. Du hast ja eingangs schon gesagt, dass du schon deinen Weg im Rahmen der Ausbildung schon in die IT gefunden hast. In dem Kontext nochmal, wie wichtig ist aus deiner Sicht das Thema Informationstechnologie in der Schulbildung? Oh, sehr wichtig. Und wird immer, immer wichtiger, finde ich. Weil IT ist aus dem Berufsleben heutzutage nicht wegzudenken. Selbst wenn du in Berufen arbeitest, die mit IT eigentlich nichts zu tun haben. Ich sag mal ganz, weiß ich nicht, auf dem Bau, Müllabfuhr. Selbst da wirst du mal vor deinem PC sitzen und deine Zeiten erfassen müssen, zum Beispiel. Sowas. Hm. So, also der Umgang mit Technik ist einfach extrem wichtig. Und auch der sinnvolle, vernünftige Umgang mit Technik. Und ich finde, das kann man nicht früh genug lernen. Und ich finde, die Schulen müssen da sehr, sehr, sehr viel nachhelfen. Also damit meinst du sicherlich auch, oder kann ich jetzt nur vermuten, den verantwortungsvollen Umgang mit Informationstechnik? Ja, natürlich, ja eben, nein, das insbesondere auch, ja. Ja. Das insbesondere auch. Also ich meine, ich habe eine 2-jährige Tochter, da kommt das alles noch nicht so ganz zum Tragen, aber irgendwann schon und war auch mit Freunden gesprochen. So, Thema YouTube. Jetzt kannst du denen das alles verbieten, ihr Leben lang. Dann sind die beim nächsten Freund und gucken sich das sowieso an. Sinnvoller ist es denen, das zu erlauben, aber unter bestimmten Bedingungen und mit denen darüber sprechen, was sie da sehen und was sie da für Inhalte konsumieren können, etc. Ja, ich darf ja sagen, dass sie also von der Generation her auch damals es schon nicht funktioniert hat, gewisse Sachen zu verbieten. Damals war das so etwas, du darfst als Film XY nicht gucken, den es auf VHS-Kassetten gab. Man hat das Zeug trotzdem besorgt und dann halt einfach eigenständig festgestellt hat, Kokolores ist. Ja, richtig. Ja. Und dann kann man damit auch entsprechend umgehen. Ich meine, du hast dich ja sicherlich damals nicht einfach so für die Ausbildung im Bereich der IT entschieden. Wie hast du denn deinen eigenen Weg in die IT-Themen gefunden? Das waren, ich bin auch tatsächlich erst über Umwege zur IT gelandet. Also ich hatte ursprünglich eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker bei ThyssenKrupp, habe die dann aber nach einem Jahr abgebrochen, weil ich festgestellt habe, es passt gar nicht. So, ich habe irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ewig das her ist. Meine Eltern hatten irgendwann ein, was war das, IBM X86 XT, zwei Farben, 8 Megabyte irgendwie so. Das war das allererste Ding. Und ich hatte immer damit zu tun. Ich habe da immer mit rumgespielt, fand das immer cool und habe auch in meiner Freizeit relativ viel selber gemacht. Das war irgendwie, glaube ich, 92 kam dieses Ultima Online-Spiel raus. Dann habe ich festgestellt, hey, da kann man eigene Server für basteln, wenn man sich damit rum experimentiert und so. Demzufolge brauchten wir dann auch eine Website, da kam ich dann mit HTML irgendwie in Berührung und habe halt einfach festgestellt, weil das macht mir alles wahnsinnig viel Spaß und dass ich eigentlich mich in dem Bereich sehr viel wohler fühle. Ja, und dann habe ich mich bei diversen Firmen in Bochum beworben und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum gemacht bei einer Firma. Und der sagte dann später, ja, warte mal, wir haben keinen Azubi, dann bleib doch hier. Und so ist das dann geworden. Ja, das ist ja ziemlich cool. Du hast also was natürlich unsere Podcast-Hörer jetzt gerade nicht sehen, weil wir haben jetzt hier auch ein Bild, während wir miteinander sprechen. Mhm. Du bist dezent gebrandet zum Thema VR.net. Was mich natürlich dann, ich hatte das eigentlich als letzte Frage so ein bisschen am Katalog, aber ich kombiniere das jetzt so ein bisschen. Was ist denn VR.net und wie sieht es mit deinen Community-Aktivitäten aus? Die wachsen und explodieren im Moment. Da ist
Es passieren ganz, ganz merkwürdige Dinge im Moment. Wear.net ist der Versuch, eine Community zu schaffen im .NET-Umfeld, die es ermöglicht, ich sag mal, Inhalte, die von der Community erzeugt werden, deutlich leichter und schneller zu finden. So, weil es gibt super, super viele Leute, die produzieren super geilen Content im .NET-Bereich. Irgendwelche Guides, irgendwelche Videos, Blogposts, super, super viel. Aber über die gängigen Kanäle, wie jetzt LinkedIn, Twitter und was es alles so gibt, ist es fast unmöglich, die wirklich vernünftig zu finden. Weil insbesondere, wenn das jüngere Leute sind, die jetzt nicht 100.000 Follower haben, dann siehst du das halt nicht und du kennst sie nicht. Und ich wollte eine Plattform schaffen, wo halt dediziert .NET-Content ist von verschiedenen Leuten, wo du das auch dediziert durchsuchen kannst. So, und jetzt haben wir eben, aggregieren wir eben diese ganzen RSS-Feeds von den ganzen Leuten, YouTube-Feeds, indizieren die, die sind bei uns in der Datenbank, wir machen ja eigene RSS-Feeds raus in dem Sinne. Also du kannst dann sagen, oh, ich hätte jetzt gerne nur den .NET-Feed oder ich hätte nur den Feed von 20 Autors, die ich mag, wie auch immer. Da sind wir noch nicht, weil das Ganze hat, muss man dazu sagen, vor 2 Monaten existierte davon noch nichts. Wow. Dafür sieht, also dafür muss ich jetzt mal sagen, sieht die Webseite schon richtig geil aus. Also auch der Content, weil ganz ehrlich, das wird für mich, ich habe mir die Webseite ja mal angeschaut, dann, dass ihr das, den Content gegenwärtig so da reinholt, ist für mich nicht sofort erkennbar. Ich habe eher den Eindruck gehabt, boah, da sind mal eine ganze Menge Autoren aktiv, die in dieser Plattform, das sieht top aus. Naja, sind sie, also in dem Sinne sind sie es nicht, dann aber wieder irgendwie schon, weil wir haben auch ein für die ganzen Autoren haben wir einen Discord-Kanal, wir sind sehr eng mit denen in Kontakt und man muss dazu sagen, jeder, der auf dieser Plattform ist, da sind auch Leute seit ein paar Tagen, hier ein Scott Hanselman ist da zum Beispiel auch und diverse andere Leute von Microsoft, die haben sich alle selbstständig da angemeldet. Wir haben keinen selber hinzugefügt. So, die haben sich alle selbstständig da angemeldet. Krass. Und binnen eben diesem einen Monat haben wir jetzt, ich glaube, 160 Leute, die Content liefern. Wir haben mehr als 1200 User schon im System. Die .NET Foundation hat bei mir angeklopft und gesagt, ey, warte mal, das ist eigentlich ziemlich geil, lass uns mal quatschen. Das komplette .NET Community Team bei Microsoft unterstützt mich sehr stark, weil die alle diese Idee einfach so wahnsinnig gut finden. Deswegen sagte ich, da passiert gerade wahnsinnig viel, was ich noch gar nicht so ganz einordnen kann. Ja, das ist aber halt wirklich, wirklich cool. Also auch für unsere Zuhörer ganz kurz, den Link zu der Webseite findet ihr dann im Blogpost zu dieser Folge. Mhm. Ja, da könnt ihr dann sofort rüber und direkt mit einlesen, einarbeiten und mit .NET halt und selbst anmelden, sehr gerne. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, super, das ist echt spannende Themen. Möchtest du vielleicht noch kurz sozusagen mal die Barriere brechen und die Leute einladen, sich doch mit dem Thema Programmierung auseinanderzusetzen, bevor wir zum Ende kommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ein Punkt, der bei mir so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass ich jetzt Developer-Evangelist bin, ist, ich habe 25 Jahre Entwicklung gemacht. Ich war, ich glaube, fast 10 Jahre in irgendeiner Art leitender Position. Und ich habe irgendwann gesagt, ey, warte mal, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, 8 Stunden am Tag in der Bude zu sitzen und zu programmieren oder mich mit Programmierern zu befassen. Aber ich habe halt einfach diese ganze Erfahrung aus verschiedenen Branchen, die Architekturwissen etc. Und habe gesagt, ey, warte mal, eigentlich muss man da ja mehr mitmachen. Und habe gesagt, ey, warte, ich will irgendwas machen, wo ich mein Wissen benutzen kann, um anderen Leuten bei Problemen zu helfen. Gut, jetzt im Falle von DeepL ist es eben die API zu benutzen. Was mich aber auch noch zu einem Punkt bringt, den ich auch noch gerne einfach dazu sagen muss, da haben wir gestern noch drüber gesprochen mit einem Freund von mir, warum DeepL? Weil ich für eine Software arbeiten, für eine Firma arbeiten wollte, wo selbst die selbst sinnvoll ist für meine Oma. Ich wollte nicht für das nächste Projektmanagement oder das nächste, was auch immer, Tool arbeiten. Nein, ich wollte an irgendwas arbeiten, was einfach jedermann was bringt. Und da ist DeepL einfach sehr, 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 sehr prädestiniert für, in dem Sinne. Ja, das ist ja wirklich cool. Finde ich toll, diese Einstellung. Finde ich einfach nur super und total nachvollziehbar. Ja, Tim, tausend Dank für deine Zeit. Ich entlasse uns beide dann mal in eine schöne Feierabend- und Abendgestaltung. Ja, gerne. Danke. Gerne, gerne. Jederzeit wieder. Die Links zu Tims Social-Media-Profilen und auch zu der Webseite von DeepL findet ihr wie immer im Blogartikel zu dieser Episode. Bis zum nächsten Mal.